Vor 4 Tagen erst das Duell in der Oberliga Hamburg, heute die Neuauflage in der 3. Runde des Pokals. Die TuS Dassendorf empfängt zu Hause im Stadion am Wendelweg die SC Concordia Hamburg zum absoluten Topspiel. Am Wochenende war es ein auf dem Papier deutlicher 4:2-Erfolg für die Dassendorfer. Unter anderem war Kapitän und Ex-Profi Martin Hanig für seine Mannschaft erfolgreich, die nach dem 0:3-Auftakt gegen den Aufsteiger, den Eimsbüttler TV, den ersten Dreier in dieser noch jungen Ligasaison holen konnten. Daran möchte man natürlich heute anknüpfen. Auf der anderen Seite sind die Gäste mit 2 Siegen aus 3 Ligaspielen mehr als gelungen in die neue Spielzeit gekommen. Trotz der Niederlage am Wochenende möchte man heute für die kleine Pokalüberraschung sorgen. Und die erste Aktion gehörte direkt der Concordia. Über Ahmed Moklis landet der Ball auf der rechten Seite bei Lawrence Schön. Der probiert es einmal, probiert es ein zweites Mal und dann landet der Ball bei Ian Prescott Scott, der zurück auf Schön und der mit der ersten Torannäherung. Schön übrigens der Cousin der beiden Conte-Brüder, Sürlot und Christian, die bei Magdeburg und Dynamo Dresden unter Vertrag stehen. Auch die nächste Aktion gehört den Gästen. Langer Ball hinten raus von Kapitän Benjamin Safo Mensah. Abstimmungsprobleme zwischen Christian Krune und Oliver Döge und der Nutznießer heißt Vincent Janelt. 1:0 für den vermeintlichen Außenseiter, für die SC Concordia nach 6 Minuten. Drittes Pokalspiel, drittes Pokaltor für Vincent Janelt. Und wer sich bei dem Nachnamen denkt, hey, den habe ich doch schon mal gehört, der liegt komplett richtig. Vincent, der ältere Bruder von Vitali Janelt, der bei Brentford in der Premier League aktiv ist. Was kommt eigentlich von Dassendorf? Die Antwort ist nicht wirklich viel. Die Mannschaft von Neutrainer Peter Martens tut sich wahnsinnig schwer in dieser Anfangsphase. Sinnbildlich dafür die nächsten beiden Situationen. Erst findet Krune mit seinem Abschlag keinen Mitspieler. Und danach rutscht Carolus der Ball beim Einwurf komplett ab. Das bedeutet falscher Einwurf und somit Ballbesitz für die SC Concordia. Ein Bild, das bis hierhin absolut zu diesem Spiel passt. Wenn es aus dem Spiel heraus nicht klappt, dann musst du auf Fehler der Gegner hoffen. In dem Fall ist es ein Handspiel von Lawrence Schön und das sorgt dafür, dass Dassendorf eine richtig gute Freistoßgelegenheit bekommt. Und natürlich ist Martin Hanig mit dabei, in der letzten Pokalbegegnung noch eingewechselt worden, hat direkt getroffen, heute von Anfang an mit dabei. Und der lässt sich natürlich diesen Freistoß nicht entgehen, zirkelt den aufs linke obere Eck, aber Johannes Höcker ist zur Stelle. Der 37-Jährige spielte in seiner Jugend unter anderem beim FC Bayern München. Danach wieder die SC Concordia über Ian Prescott Klaus, der eine richtig starke Partie absolviert, kommt auf der linken Seite nicht durch. Klaus, der gebürtige US-Amerikaner, nebenbei noch im Futsal aktiv bei den HSV Panthers und der deutschen Futsal-Nationalmannschaft. Aus dem anschließenden Eckball entsteht eine richtig gute Kontergelegenheit für die TuS Dassendorf. Über Harnik landet der Ball bei Christoph Kuczynski, der muss doch eigentlich abschließen, aber Vedat Düzgüner, der gerade eben den Fehler gemacht hat, den Ball hergeschenkt hat, ist hinten zur Stelle und rettet und lässt sich dafür feiern, wie als hätte er gerade getroffen. Entschuldigt sich noch bei seinen Mannschaftskollegen, richtig starker Einsatz vom 25-Jährigen. Danach wieder das gewohnte Bild, die Concordia im Angriff über Außenverteidiger Schön, der versucht Klaus zu finden, aber gerade so gerettet von Ronny Buchholz. Und Ian Prescott Klaus ist auch bei der nächsten Situation mit dabei. Der gebürtige US-Amerikaner kommt zum Abschluss, aber leichte Beute für Christian Krune im Kasten der Dassendorfer. Und was macht eigentlich der Gastgeber? Die sind auf der Suche nach Martin Hanig, finden ihn aber bis hierhin überhaupt nicht. Weiterhin kam wenig aus dem Spiel heraus bei der TuS Dassendorf. Somit mussten die Standards für Gefahr sorgen. Eckball von der rechten Seite reingezogen in Richtung Fünfer. Da ist es Ronny Buchholz mit dem Kopfball, aber deutlich über das Gehäuse drüber. Die letzte Aktion in Durchgang Nummer 1 soll da nochmal unter Beweis stellen, wie gut die SC Concordia verteidigt. Vorneweg der Kapitän Benjamin Safo Mensah, der in dieser ersten Hälfte alles rausbefördert hat, was so reingeflogen ist in seinen Strafraum. Richtig starkes Spiel vom 26-Jährigen. Insgesamt geht die Halbzeitführung absolut in Ordnung für die SC Concordia, die nach dem Treffer durch Vincent Janelt hier an der Sensation schnuppert. Und wenn ihr keinerlei sensationelle Spielhighlights, Spielzusammenfassung oder dergleichen verpassen möchtet, dann solltet ihr diesen Kanal abonnieren, solltet diesem Video einen Daumen nach oben geben und natürlich die Glocke aktivieren. Durchgang Nummer 2 beginnt mit Ian Prescott Klaus, aber mit einem anderen Bild, als wir es aus der ersten Hälfte kennen, denn die Gastgeber kommen mit Wut im Bauch aus den Katakomben raus. Maggio mit dem Abschluss.
Der Ball landet über Umwege bei Martin Hanek. Und warum denn nicht einfach mal den Fallrückzieher aus gut 5 Metern ansetzen? Der Ball geht knapp über das Gehäuse drüber. Dennoch bis hierhin die beste Möglichkeit für die TuS Dassendorf durch den Ex-Profi. Es wurde ziemlich schnell klar, dass sich die Gastgeber einiges vorgenommen hatten für Durchgang Nummer 2. Erster Abschluss von Len Eike Strömer, der eingewechselt wurde zur Halbzeitpause. Klappt nicht so wirklich. Flanke von der rechten Seite, die wird gefährlich. Aber irgendwie geklärt hinten bei der SC Concordia. Und das passt so ein bisschen ins Bild rein. Die schmeißen sich damit allen, was sie haben, in die Zweikämpfe. Danach die Gäste im Angriff und auf einmal ist der Ball drin, aber die Fahne geht nach oben, in dem Fall der Torschütze. Seymus Atuk im Abseits gewesen nach der Hereingabe von Hisham Metici. Dassendorf in der Folge natürlich nur noch vorne zu finden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man hinten Räume bietet. In dem Fall über Ian Prescott Klaus, der muss doch möglich sehen. Findet aber nicht das Zuspiel, macht es dann alleine. Und wie er es alleine macht, super vorbei an drei Leuten, 1 gegen 1 gegen Krune. Aber er kann diese wahnsinnige Einzelleistung nicht krönen mit dem Treffer. Riesending vom Futsal-Nationalspieler von Ian Prescott-Klaus, der beste Mann. Unten auf dem Rasen hat ja schon am vergangenen Wochenende gegen die TuS Dassendorf getroffen. 3 Tore in 3 Ligaspielen, richtig gut in Form und hier hat nicht viel gefehlt. Hat vielleicht etwas zu viel Zeit, um zu überlegen und dann wird es natürlich knifflig. Dassendorf eigentlich ausschließlich über Standards gefährlich in dem Fall. Suchen und finden sie Martin Hanek, aber dessen Kopfball geht knapp über das Gehäuse drüber. Der 35-jährige ehemalige österreichische Nationalspieler heute nicht vom Glück verfolgt. Die Gastgeber auf der Suche nach dem Ausgleich auf der anderen Seite, die Gäste auf der Suche nach der Entscheidung. Hisham Metici mit dem Abschluss, aber Christian Krune ist zur Stelle, hält hier seine Mannschaft im Spiel. Danach wieder Dassendorf. Martin Hanek versucht jetzt das Spiel an sich zu reißen, aber er hatte einfach kein Glück im Abschluss. In dem Fall war es dann noch leichte Beute für Johannes Höcker. Wir befinden uns bereits in der Nachspielzeit. Ballgewinn von den Gästen auf Höhe der Mittellinie. Die Kugel landet bei Ian Prescott-Klaus. Natürlich bei Ian Prescott-Klaus. Der sucht und findet Melchizedek Yeboah. Und der macht das 2-0. Unfassbar. 90. Minute. Die SC Concordia zieht in die 4. Runde ein. Und das dank einer überragenden Leistung. Alle sind sie mit dabei. Alle feiern sie diese faustdicke Überraschung. Fans, Betreuer, wer auch immer. Alle sind sie beim Torschützen. Dem 20-jährigen Melchizedek Yeboah. In der Jugend ausgebildet worden bei Kaiserslautern. In diesem Sommer von Feddersheim gekommen. Er macht den so wichtigen 2. Treffer. Danach passierte nichts mehr. Die Pokalsensation ist perfekt. Die SC Concordia schlägt die TuS Dassendorf auswärts mit 2-0. Revanchiert sich für das Ergebnis am vergangenen Wochenende in der Liga. Und bei Dassendorf reicht es trotz Martin Hanek nicht, um in die kommende Runde einzuziehen. Ja, wir sind schwer ins Spiel reingekommen, haben uns in den ersten 10-15 Minuten eigentlich viel mehr vorgenommen, als wir dann gezeigt haben. Bekommen, glaube ich, ein super vermeidbares Gegentor. Da hat die Abstimmung einfach überhaupt nicht gepasst. Der lange Ball zwischen den Innenverteidiger, keiner wollte so richtig zum Ball. Chris wusste dann auch nicht so richtig, soll er am Tor bleiben oder rausgehen. Macht der Stürmer dann gut. Dann sind wir besser ins Spiel gekommen, hatten eine riesen Chance im Konter, die wir dann nicht zu Ende bringen. Und das war eigentlich so ein bisschen die Geschichte des Spiels. Also wir haben den letzten Pass nicht an den Mann gebracht. Es war immer noch ein Fuß dazwischen. Cordy hat natürlich auch leidenschaftlich verteidigt. Und trotzdem hatten wir genug Möglichkeiten, um den Ausgleich zu erzielen. Sollte heute nicht sein, hätte auch sicherlich noch 90 Minuten länger gehen können und wir hätten das Tor nicht gemacht. Und ja, und so bekommen wir am Ende natürlich das 2-0, aus einem Ballverlust, der total vermeidbar war. Aber an den Gegentoren hat es heute auch nicht unbedingt gelegen, sondern an der kompletten Mannschaftsleistung. Wir haben nicht unsere PS auf den Platz bringen können, die wir schon am Freitag auf den Platz gebracht haben. Ist natürlich super ärgerlich, dass wir jetzt im Pokal so früh ausgeschieden sind. Waren definitiv ein starker Gegner, sicherlich ein ambitionierter Pokalfinalist, aber trotzdem hier zu Hause sind wir der Favorit und der Rolle sind wir nicht gerecht worden. Ja, vielen Dank für die Gratulation. Wir haben natürlich heute uns viel vorgenommen. Am Freitag haben wir die Leistung nicht über 90 Minuten hinbekommen. Da haben wir nur eine Halbzeit gut gespielt. Das war das Ziel heute von Anfang an, 90 Minuten Powerfußball zu spielen. Kompliment an jeden der Jungs, auch die, die reingekommen sind. Jeder hat heute, denke ich, alles rausgehauen, ist über sein Limit gegangen und wir haben uns heute belohnt
für eine sehr geile Mannschaftsleistung. Ausgelassene Partystimmung natürlich bei der SC Concordia, die erst am nächsten Dienstag wieder ran muss in der Liga gegen den Eimsbüttler TV. Auf der anderen Seite ist die TuS Dassendorf auswärts gefordert gegen die SC Viktoria.